Hallo meine Freunde, willkommen zurück. Wir sind hier wieder beim PC Building Simulator und machen weiter. Wir haben jetzt ja hier aufgehört in der letzten Folge. Wir sollen hier einen PC bauen mit 4068er Benchmark Score. Und dann kommen die hier noch zwei Stück, die auch einen fetten Score haben wollen. So, jetzt wollen wir eben mal gucken. Wo haben wir 4068? Ich würde sagen, wir nehmen, weil wir noch ein paar CPUs haben, kaufen wir erstmal keine. Nehmen aber dafür die fette Grafikkarte nochmal. So, haben wir. Dann kriegt er das Board. 8 GB Speicher brauchen wir. Wir nehmen wir ruhig mal hier den hier. Eine Festplatte. Netzteil brauchen wir auch noch. Muss ich mal kurz gucken, was hat 250 Watt, also brauchen wir schon mal ein bisschen was Größeres. Da kommen nämlich noch mal 100 drauf für die CPU. Etwa, ich glaube, die wir jetzt dann noch rumliegen haben, haben alle so um die 65 Watt. Ja, nehmen wir hier, wo haben wir denn ein 500er, ein billiges, hier. Sogar ein Bronze-Zerti oder verifiziertes. Ein billiges Gehäuse. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon so oft gehabt. Egal, wir nehmen es trotzdem. Das ist hier jetzt, wird jetzt hier unser Standardgehäuse. Haben wir noch CPU-Kühler? Haben wir noch, ja. Brauchen wir also auch nicht kaufen. Okay. Normalerweise zeigt er mir an, wie viele Teile hier drin sind. Aber 6 Teile, ja, mehr brauchen wir dafür auch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. CPU haben wir, also 8 Teile. Oder 6. Grafikkarte, Board, Speicher, Festplatte. Ah ne, 2 Teile haben wir. Die Kühlung haben wir ja auch. Dann passt das. Dann kaufen wir das jetzt mal. In der Hoffnung, dass wir damit hinkommen. Und dann. Ach was. Also entweder ist mir der Lichtschalter nie aufgefallen. Auf jeden Fall können wir so mal noch mehr Strom sparen über Nacht. Den PC lasse ich an, weil den jetzt jeden Tag hochzufahren ist doof, aber das Licht können wir ruhig an- und ausmachen. Können wir die Stromrechnung ein bisschen runterbekommen. So, das können wir ja trotzdem mitnehmen hier und auch das können wir mitnehmen. Hier auf den Tisch schauen, dann machen wir Licht wieder an. Das ist ja nicht schlecht. So, dann können wir die beiden hier schon mal wieder laufen lassen. Während wir den anderen zusammenschrauben und dann können wir mal sehen, was wir hier wieder brauchen. Ja, ich hätte gleich 2 von den Grafikkarten bestellen sollen, theoretisch. Egal. So. Oh, da war ich zu schnell. Hier installieren und auch da. Geht die Luzi. Ja, bin ich mal gespannt. Da können wir wahrscheinlich wieder richtig rumknobeln. Also ich habe das Gefühl, dass mit jedem Update, was kommt, diese Aufgaben auch immer schwerer werden. So, hier haben wir als erstes mal hier hinten die Festplatte rein. Und schwupp. Netzteil hier unten rein. Das können wir nochmal aufmachen. Und die beiden raus. So. Ich
bin heute noch nicht so zielgenau mit der Maus, stelle ich gerade fest. Jo, so, Grafikkarte haben wir die. Dann würde ich sagen, hauen wir ihm mal so einen hier rein. Das sind, glaube ich, so im Moment die besten, die wir hier noch auf Lager haben. Speicher die beiden Riegel. Und den Kühler nehmen wir hier in Weiß. Mal schnell alles anschließen. Und eigentlich müsste der das jetzt rocken. So, alles klar. Wir brauchen hier mal eben einen Stick. Der muss hier noch mit dran. Können wir mal gucken, ob wir uns auch schon einen dritten leisten können. Dann kann der mal installieren. So, hier sind wir bei 4544. Hier brauchen wir 1000 Punkte mehr. Auf jeden Fall die Grafikkarte. Bei CPU hat er schon eine gute, alles klar. Sind wir bei 3800. Hier fehlen nur 400 Punkte. Ist beides nicht so toll. Na gut, installieren wir hier mal eben, dass wir hier auch Bescheid. Hallo, so. Bescheid wissen. Ja, dann müssen wir uns jetzt mal den Schlamassel angucken. Wenn wir hier die Grafikkarte austauschen. Das habe ich gesagt, 1000 Punkte fehlen uns. 1400. 1500 hat er. 4500. So. Die 5500 will er haben. Wir brechen also 1000 Punkte mehr. Erstmal aufschrauben, der will auch noch Speicher haben. 2666er. Davon ein Riegel auf jeden Fall. Was will der noch extra haben? Eine Wasserkühlung. Hier, zack, Flüssigkühler. Nehmen wir auch den billigen im Moment. Ja, die wollen alle nichts ausgeben, wollen aber hier Sachen haben, die ja mehr oder weniger fast unmöglich sind. Gut, die Grafikkarte macht 4300 Punkte hier. Die 3900. Können jetzt mal ausprobieren. Das können wir schon mal aufmachen. R9 390X. Haben wir die nicht noch im Inventar liegen? Ah ne, diese hier haben wir. Er ist auch kein. Das hier könnte, glaube ich, schon. Mensch, Crossfire oder SLI. Komm mir so vor, als wenn ich die mal irgendwann alle selber zusammengebaut habe hier, aber nicht mit den Kabeln. RX480 Gaming 4G. Jetzt gucken wir mal eben. Das Z270 Gaming Pro Carbon. Wo ist es? Hallo? Ja. Das kann Multi-GPU. Genau, Multi-GPU heißt es so. Eine RX 480 Gaming 4G, was kostet die denn? Ja, wobei wir aber auch wahrscheinlich die hier reinkloppen könnten. 390X Gaming 8G.
390x Gaming, ach, geh mal gucken, was die kann. 390x Gaming 8G. Ja, die ist schon, ne? Ziemlich weit oben. Das heißt, die bauen wir aus. Der kriegt auf jeden Fall jetzt hier auch, damit das was wird, die Grafikkarte. Dann reißen wir die mal eben. Reißen wir jetzt mal raus. Ich gucke gleich mal auf die CPU. Die müssen wir hundertprozentig auch austauschen. Aber lassen wir mal drin. Die lassen wir erstmal drin. Vielleicht reicht die. So, und hier kriegt jetzt die andere Grafikkarte mal rein. Die müsste theoretisch reichen dafür. Die haben wir ausgebaut. Ich verstehe nicht, warum die. Also, die hat jetzt eine etwas niedrigere Core-Frequenz. Aber die 75 müsste ja eigentlich. Ich probiere die jetzt mal aus. Die müsste ja besser sein als die 480er. Und wenn das jetzt funktioniert, bin ich damit schon mal ganz glücklich. Was haben wir hier? 4891. Ach so, nein, ich habe den Zettel nicht dran gemacht. Ach, reicht. Ja, 800 Punkte drüber. Bei 800 Punkten drüber können wir auch eine schlechtere CPU hier rein. Moment. Okay, wir probieren mal ein bisschen rum. Dann kriegt er nämlich jetzt mal die hier rein. Wir probieren das Ganze. Ich muss noch eine Wasserkühlung kaufen. Ich habe da, das habe ich auch schon wieder nicht beachtet. Davon brauchen wir noch eine zweite. So, das probieren wir jetzt mal eben aus. Was haben wir hier? Der läuft noch, ruckelt sich durch. Gleich weiß ich sowieso nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich bin jetzt schon wieder, ich weiß schon gar nicht mehr, was Phase war. Wir haben jetzt noch die Grafikkarte. Das müsste die gewesen sein, die hier drin gesteckt hat. Die stecke ich da jetzt auch nochmal eben rein. War das die? Ja, das war die. Gut, dann brauchen wir sie da nicht reinstecken. Dann weiß ich es jetzt. 3695. Deutlich schlechter. Deutlich schlechter. Okay, dann kriegt er jetzt die mal reingemacht. Eventuell reicht die dafür ja schon. Blöde ist, wir müssen es wahrscheinlich eh nochmal neu machen, weil wenn die Wasserkühlung drauf kommt, dann müssen wir den Benchmark das nochmal laufen lassen. Genauso wie hier auch mit der Wasserkühlung. Leider ist es so, wenn man den auseinanderbaut, wird der Wert direkt wieder gelöscht. Es sei denn, die haben es irgendwie geändert, dass solange man jetzt keine leistungsrelevanten Teile wie Grafikkarte oder CPU austauscht, dass die Werte dann bestehen bleiben. 3700. Viel zu schlecht. Viel zu schlecht. Ja, jetzt hätten wir natürlich die hier drüben nochmal über. Wenn ich ihm jetzt mal die hier reinhämmer. Das wieder drauf mache. Den hatte er. Gucken, ob wir hier schon auf in die richtige Richtung kommen. Gleich haben wir sie alle komplett verdreht und vertauscht.
4200, 4000. Okay. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann hauen wir die Grafikkarte noch mal da drüben rein. Vielleicht passt das dann. 4211. Na, wenn das mal eine Punktlandung ist, ne? Gut, bleibt so. Brauchen wir hier, dann kaufen wir auch noch mal. Ja, er hat den besseren Prozessor drin. Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall nicht noch mal so eine. Aber da jetzt mal ein paar Euros runtergehen. 3,95 zu 4. Dann weiß ich halt nicht, ob die passt. 390X Gaming 8G, das war die, ne? Ja, das ist die. Gut, okay, wir probieren die immer eben hier aus, ob die auch da drüben funktioniert und ausreicht. Ich denke ja mal nicht. Aber dann wissen wir es wenigstens. Können wir uns nochmal ein 100er. Oh Gott, ich treffe hier schon wieder. Hallo. Bisschen frickelig ist das mit den Kabeln. Also das nervt leicht. 5562. Na, no, ist auch ein guter Treffer, würde ich mal sagen. Der bleibt, der wartet jetzt nur auf seine 8 GB. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt starten wir hier nochmal durch. Vielleicht reicht es ja doch hier. Dann bestellen wir nämlich nochmal so eine Grafikkarte, die wir da reinkloppen. Ansonsten müssen wir. Also wenn, dann bestellen wir die, dann kommt da aber ein schlechterer Prozessor nochmal rein. Dann probiere ich noch hier noch eine andere CPU aus. Ja, ein wildes Rumgebastel hier, auf jeden Fall. Schon interessant. Vor allen Dingen, es hält so lange auf, man schafft hier nichts. Ne? Wir sind jetzt schon wieder seit 20 Minuten an den drei PCs dabei. Nur um hier nicht unnötig ja, Dinge zu kaufen, was hinterher nicht reicht. Und halt auch nicht zu viel Geld auszugeben, um das Ergebnis zu erzielen. Ne? Ach, es ist schon ein bisschen schwer. So, ja, wir warten noch auf das Ergebnis hier. Hoffentlich passt das. Dann können wir uns wieder ein 100er sparen. 4000. 68. Reicht aber sowas von perfekt, alles klar. Dann kaufen wir. Die war's. R99X Gaming. Die kaufen wir. Zweimal Wasserkühlung, die Grafikkarte und den Speicher. Jetzt kaufen. Perfekt. So. Den machen wir aus. Den machen wir aus. Wir machen das Licht wieder aus. Strom sparen, ne? So, heute muss auch eine Aufgabe fertig werden. Hier haben wir unsere ganzen Teile. So, Licht wieder an. So, der braucht jetzt noch eine Wasserkühlung. Dazu müssen wir den hier mal ausbauen. Ja, und jetzt wie ihr seht, der Wert ist schon wieder weg. So, Start. Dann haben wir den mal hier neben. Ich mache das jetzt. Mir ist die Optik jetzt mehr oder weniger egal oder wie auch immer. Ich hau die jetzt so hin, dass es halt wirklich eigentlich im Dual-Channel wäre. So, und der kriegt jetzt noch die schöne Grafikkarte hier vermacht, die neue.
Und achso, Kabel dran. Stopp. Der braucht noch eine Wasserkühlung, dann muss auch in den oberen hier wieder raus. Machen wir wieder so. Jetzt muss ich sie doch wieder ausbauen. Ich habe die Wärmeleitpaste vergessen. So. Und anschließen. Ja, dann können wir die jetzt mal alle zusammenfrickeln. Sie erreichen ja ihre Werte, wie sie sollen. So. Genau, der hat den Verschluss dran gehabt. Wunderbar. Der hat auch eine einzelne Verriegelung gehabt. Sehr schön. Was ist denn das jetzt für ein Schwachsinn hier? Jetzt sag bloß, dass das 500 Watt Netzteil es nicht schafft, die Wasserkühlung zu betreiben. Dann kriege ich jetzt gleich echt ein Hörnchen. Oder habe ich die nicht angeschlossen? Das kann natürlich jetzt auch passiert sein, dass ich eben vergessen habe, das Kabel anzuschließen. Dann überhitzt er natürlich, ohne Zweifel. Gerne die Rückwand. So, haben wir es ja doch noch geschafft, wa? Der ist fertig. Passt. Wunderbar. Nummer 1 kann hier hin. Nummer 2 kann hier auch hin. Wunderbar. Zack. Ja, jetzt müssen wir wieder auf den warten. Auf den maßgeschneiderten PC. Boah. Bin mal gespannt, ob wir jetzt überhaupt noch Gewinn machen. Ich glaube, an dem hier machen wir schon noch ein bisschen Gewinn. Wir haben hier für den ja. Ja, gut, okay, die Grafikkarte haben wir jetzt schon gekauft, aber die waren nicht ganz so teuer. Ach, das ist. Ich war eben. Das Gehäuse, das macht mich echt. Wundert mich, ne? Das sind beide Silverstone-Gehäuse, deswegen sind die vom Aufbau her auch so gleich. Ich habe mich da nämlich das letzte Mal schon so gewundert, dass das alles so identisch aussieht irgendwie. Also halt, das andere ist ein bisschen größer und hat einen Seiten, hier so ein Fenster drin, aber sonst waren die sich doch sehr ähnlich. Fertig. Der ist aber sowas vom Maß geschneidert von den Punkten her. Hätte er sich gar nicht besser wünschen können. So. Wunderbar, hier kommt wieder Geld rein. Neue Wasserkühlung. i7-7700K. Boah, was ist denn los hier? So. Ein PC bauen, mit der Adobe Photoshop kann. Noch einen bauen mit 4100. Und der möchte einfach nur die Grafikkarte aufrüsten. Na, das ist doch mal ein Auftrag. Auf das Geld. Glaube ich kaum, dass wir da was hinkriegen. Der will auch noch duale Grafikkarten haben. Na gut, ich meine, das macht uns relativ einfach. Da müssen wir ja, einfach von den Punkten her, aber ich glaube, es ist generell doch dennoch teurer, wenn wir zwei Grafikkarten kaufen, als eine gute. Ja, egal, nehmen wir mal an. Und das nehmen wir auch an. Aber bestellen und bauen werde ich erst in der nächsten Folge machen. Obwohl eigentlich
Nein. Doch. Wir machen das in der nächsten Folge. Dann weiß ich nämlich auch wieder besser Bescheid. Ja, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn euch denn mein Projekt oder das Spiel und meine Videos gefallen, lasst mir doch gerne mal ein Däumchen da und abonniert mich kostenlos, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich reingehauen. Bis zum nächsten Mal.